Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium und wahrscheinlich auch das, was als erstes geschrieben wurde. Und Lukas und Matthäus haben vermutlich vom Markus Dinge übernommen und noch Dinge, die sie dann auch noch zusätzlich herausgefunden haben, ergänzt. Wir gehen davon aus, dass das Markus-Evangelium von einem Johannes Markus geschrieben wurde, der sehr viel mit Petrus zu tun hatte. Er hat zum Beispiel als Übersetzer für ihn gearbeitet, vom Aramäischen ins Griechische. Und er schreibt das Evangelium höchstwahrscheinlich für ein eher griechisches oder römisches Publikum. Das sieht man auch daran, dass er einige Traditionen, die jüdischen Menschen wohl sehr klar waren, in seinem Evangelium erklärt und auch gewisse Dinge vereinfacht und gewisse Worte benutzt, die jüdische Menschen wohl gekannt haben und aber gerade Christen aus dem griechischen und dem römischen Umfeld, das denen wohl kein Begriff war. Markus berichtet nicht von der Geburt und der Kindheit von Jesus, sondern beginnt direkt damit, dass er von Johannes dem Täufer berichtet, einem Prophet, der in der Wüste Menschen aufforderte, ihr Leben zu ändern und sich als Zeichen dafür taufen zu lassen. Und diese erste Geschichte, wo wir Johannes kennenlernen und auch sehen, wie Jesus Johannes das erste Mal begegnet, sehen wir jetzt als Bibelcartoon. Das ist Johannes. Johannes lebte vor etwa 2000 Jahren. Gott hatte ihm aufgetragen, in der Wüste zu leben und dort zu den Menschen seiner Zeit zu sprechen. Er forderte die Leute, die zu ihm kamen, auf, ihr Leben zu ändern. Als Zeichen dafür tauchte er die Leute im Jordan unter. Das nannte man Taufe. Und Johannes wurde deshalb Johannes der Täufer genannt. Eines Tages kam auch Jesus zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Johannes erkannte, dass Jesus Gottes Sohn war und sagte deshalb zu den Leuten, die bei ihm waren, »Das ist der Mann, von dem ich euch schon erzählt habe, einer, der nach mir kommen wird und größer ist als ich.« Der von Gott Gesandte, der einmal für die Schuld aller Menschen bezahlen wird. Johannes wollte Jesus erst gar nicht taufen. Du müsstest mich taufen, sagte er. Jesus machte ihm aber klar, dass es wichtig für ihn sei, diesen Schritt zu machen, also taufte Johannes Jesus. Als er wieder aus dem Wasser auftauchte, kam eine Taube geflogen und landete auf Jesus. Das war ein Zeichen dafür, dass Gottes Heiliger Geist auf Jesus kam, der ihn von da an begleitete und führte. Gleichzeitig sprach eine Stimme aus dem Himmel: Das ist mein Sohn, den ich liebe und von dem ich begeistert bin. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als das alles geschah. Direkt nachdem Jesus von Johannes getauft wurde, ging er in die Wüste. Er blieb dort 40 Tage lang, ohne etwas zu essen, und war sehr hungrig. Da kam der Feind Gottes, der auch Teufel genannt wird, und redete mit Jesus. Er wollte ihn dazu bringen, einen Fehler zu machen und sich von Gott zu trennen. Er fragte ihn also: Du bist doch Gottes Sohn, oder? Hier liegen ein paar Steine herum. Verwandle sie doch einfach in Brot, dass du etwas zu essen hast. Jesus erwiderte: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gottes Worten. Das steht in der jüdischen Bibel, der Heiligen Schrift. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf das Dach des Tempels in Jerusalem. Spring herunter, sagte er, denn in der jüdischen Bibel steht auch, dass dem Sohn Gottes nichts passieren wird und er von Engeln aufgefangen wird. Jesus antwortete: Ja, dort steht aber auch, dass wir Gott nicht herausfordern sollen. Als letztes nahm der Teufel Jesus mit auf einen hohen Berg. Von dort aus konnte man die ganze Welt sehen, alle Länder und Königreiche. Schließe dich mir an und mache mich zu deinem Gott. Dann werde ich dir alles, was du siehst, schenken. Aber Jesus sprach: Geh weg, Teufel,
denn ich werde nur Gott allein folgen und nur das tun, was er mir sagt. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Als Jesus diese Tests bestanden hatte, verließ ihn der Teufel. Jesus ging danach aus der Wüste hinaus und in die Städte und Dörfer der Umgebung, um den Menschen von Gott zu erzählen. Nach dieser Zeit in der Wüste, also nach seiner Taufe und der Versuchung in der Wüste, reist Jesus in der Gegend herum, erzählt überall vom Reich Gottes, heilt Menschen, treibt Dämonen aus, und in dieser Zeit begegnet er auch einigen Leuten, die ihm nachfolgen. Hier ist zum Beispiel Simon Petrus zu erwähnen, diese Geschichte. Und danach noch einige der Wundergeschichten, die in diesem Kapitel passieren, seht ihr jetzt gleich als Bibelcartoon. Was wichtig ist, weil die Geschichte in Markus, die direkt in Markus steht, beschreibt die Berufung der ersten Jünger etwas kürzer. Aber die Bibelcartoon-Version benutzt hier andere Evangelien und beschreibt diese noch etwas ausführlicher. Jesus war an einem See, um zu predigen. Es waren sehr viele Menschen da, die ihm zuhören wollten. Da fragte er einen Fischer namens Simon: Kann ich dein Boot benutzen, um vom See aus zu den Menschen zu sprechen? Simon willigte ein und Jesus erzählte den Menschen vom Boot aus Dinge über Gott. Danach sagte Jesus zu Simon: Fahrt nochmal raus und werft eure Fischernetze aus. Simon antwortete: Wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Am Tag war es normalerweise aussichtslos, etwas zu fangen, weil die Fische viel zu weit unten schwammen. Doch wenn du es sagst, will ich es versuchen. So fuhren sie noch einmal auf den See und Simon warf seine Netze ins Wasser. Die Netze füllten sich mit so vielen Fischen, dass er Mühe hatte, sie alle aufs Boot zu bringen. Einige der Netze rissen sogar. Simon musste noch ein zweites Boot, das Johannes und Jakobus gehörte, zur Hilfe rufen. Als Simon merkte, was hier gerade geschehen war, erschrak er. Er kniete sich vor Jesus und bekannte: Geh weg von mir, ich bin ein böser Mensch. Jesus antwortete: Hab keine Angst. Von nun an wirst du nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen zu Gott führen, ein Menschenfischer sein. Die Fischer brachten ihre Boote an den Strand, ließen alles zurück und gingen von da an mit Jesus mit. Jesus war in einer Synagoge. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. Jesus erklärte den Menschen Texte aus der jüdischen Bibel und alle waren begeistert, wie gut er verstand, worum es dort ging. Da schrie plötzlich ein Mann aus der Menge: Was willst du von uns, Jesus? Willst du uns zerstören? Ich weiß, wer du bist. Gott hat dich geschickt. Das sagte der Mann aber nicht aus sich selbst heraus. Er war von einem bösen Geist, einem Dämonen beherrscht, der ihn dazu zwang, das zu sagen. Jesus befahl ihm, leise zu sein und den Mann zu verlassen. Der Mann schrie laut auf, als der Dämon ihn verließ, und war frei. Alle, die das sahen, fragten sich, woher Jesus so viel Kraft hatte, den Mann von dem bösen Geist zu befreien, und waren begeistert. Eines Tages besuchte Jesus Petrus. Petrus war einer seiner Freunde, die Jesus Jünger nannte. Die Schwiegermutter von Petrus war zu Hause und hatte hohes Fieber. Jesus berührte nur ihre Hand. Da war das Fieber sofort verschwunden. Da stand Petrus Schwiegermutter auf und kochte etwas für Jesus und seine Freunde. Die Geschichten, die danach passieren, wird Amelie euch jetzt gleich aus der Volksbibel vorlesen. Und nach diesem, was Amelie gleich vorlesen wird, schließt das Markus-Evangelium Kapitel 1 damit ab, dass noch eine Wundergeschichte passiert, die wir auch wieder als Bibelcartoon haben und die ich euch danach direkt zeigen werde. Abends nach Sonnenuntergang wurden alle Leute bei Jesus vorbeigebracht, die irgendwie krank waren oder Probleme mit Dämonen hatten. Die ganze Stadt stand plötzlich an der Tür und wollte was. Sehr viele Leute wurden an dem Abend von Jesus geheilt. Er bekämpfte viele Dämonen erfolgreich und befahl ihnen, die Menschen zu verlassen. Jesus gab den Dämonen immer die Order, bloß ihr Maul zu halten. Denn die wussten genau, wie er ihnen dagegen überstand. Am nächsten Morgen ging Jesus ganz früh an einen Ort, wo er ganz alleine sein konnte, um zu beten.
Später kamen Simon und die anderen hinterher. Als sie ihn gefunden hatten, meinte einer, »Hey, Jesus, alle fragen nach dir und wollen wissen, wo du bist. Wir haben eine lange Tour vor uns. Ich will noch in anderen Städten von Gottes Sache erzählen. Das ist mein Job, dazu bin ich da.« Also zog er durch das ganze Gebiet von Galiläa. Er predigte in den Synagogen, und bei vielen Leuten vertrieb er auch die bösen Geister aus ihrem Körper. Eines Tages kam ein Mann zu Jesus, der an Lepra erkrankt war. Lepra war damals eine weit verbreitete Hautkrankheit. Man erkannte Leprakranke an schuppiger Haut und offenen Wunden. Weil die Menschen Angst hatten, sich anzustecken, wurden Leprakranke in der Regel aus den Städten und Dörfern vertrieben und die Leute hielten Abstand von ihnen. Dieser Mann bat Jesus nun: »Wenn du willst, kannst du mich heilen.« »Ich will«, antwortete Jesus und berührte den Mann mit seiner Hand. Sofort wurde die Haut des Mannes wieder normal und er war von seiner Krankheit geheilt. Jesus sagte ihm: »Erzähl niemandem von deiner Heilung. Geh stattdessen zu den jüdischen Leitern und zeige ihnen, dass du wieder gesund bist.«